Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meinem Bastelzimmer. Ich bin Irene und ich möchte dir heute mal ein Produktpaket aus dem neuen Mini-Katalog näher bringen und ein paar Tipps und Ideen zeigen zur Anwendung. Leider darf ich zum Zeitpunkt der Aufzeichnung den Katalog noch nicht aufschlagen. Wenn du ihn schon hast, dann schau bitte mal auf der Seite 42, denn da findest du das Produktpaket dekorative Weihnachtsbäume. Es besteht aus einem deutschen Stempelset mit einem Tannenbaum und einem Innenleben, was man da reinstempeln kann. Und interessant sind auch die dazugehörigen Stanzformen. Da sind unter anderem dieser Tannenbaum, der zum einen das Stempelmotiv ausstanzt, aber der kann eben auch alleine verwendet werden. Und hier sind weitere Einleger bzw. Deko-Elemente, die man auf den ausgestanzten Tannenbaum drauf befestigen kann. Hier sind auch noch ein paar Kugeln, Sternen und Schleifchen und alles Mögliche, um den Tannenbaum zu dekorieren. Interessant fand ich an diesem Produktpaket unter anderem, also mir gefällt es wirklich gut, muss ich sagen, aber interessant fand ich zwei Beispiele, die du auf der Seite 42 sehen kannst. Und zwar diese beiden. Das sind sogenannte 3D-Ornamente. Das ist keine Verpackung, das ist, da wird was dazwischen geklebt und dann hat man ein stabiles 3D-Ornament, was man wunderbar am Tannenzweig in der Adventszeit einfach aufhängen kann. Hier einmal in Weiß und auch einmal in Grün, etwas kleiner. Wie die gebastelt werden, das zeige ich dir jetzt im Video, denn tatsächlich, das war jetzt irgendwie gar nicht so einfach, wie ich dachte. Bei Stampin' Up bekommen wir immer eine Anleitung, nee, keine Anleitung, wir haben Zugriff auf eine Materialliste, da ist dann alles aufgeschrieben, leider auf Englisch, was verwendet wurde und es gab diese Zuschnittangaben für das 3D-Element. Also, ich zeige das gleich, wir brauchen so einen Streifen für innen drin, der dazwischen geklebt wird, zwischen mehreren Tannenornamenten. Tannenbäumen. Und das war jetzt irgendwie gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, denn ich habe mich da echt ein bisschen abgemüht. Also zuerst einmal habe ich zwei Tannenbäume ausgestanzt und dekoriert. Das machen wir jetzt mal als allererstes, damit wir überhaupt mal so ein bisschen weiterkommen. Also dieses weiße Ornament wird in Aquamarin bestempelt und ein bisschen gewischt. In dem Stempelset sind diese kleinen Sternmotive mit da drin. Das ist also, kann man komplett so gleich verwenden, einfach beliebig aufstempeln. Also ich halte mich jetzt auch fast zu 100% an das Beispiel der Designer. Einfach beliebig hier so draufsetzen. Dann mit einem Bürstchen etwas Farbe aufnehmen aus dem Stempelkissen und den Tannenbaum einfärben. Wenn du diese Bürstchen nicht hast, kannst du natürlich alternativ auch ein Schwämmchen nehmen, das geht auch. So, das ist dann schon mal fertig. Dann kommen wir zur Deko und danach kommen wir zum 3D-Element. Für die Deko wird dieses Element genommen. Das hat so Schneekristalle drauf. Und da habe ich festgestellt, es wird aus Goldfolie ausgestanzt. Also die haben wir ja im Sortiment, diese schlichte Goldfolie. Und ich habe gedacht, naja, ich stanze es aus und klebe es dann mit dem Flüssigkleber auf. Und das ging nicht so gut. Daher habe ich mich entschieden, in diesem Fall mit der doppelseitigen Klebefolie zu arbeiten. Und zwar
Das ist diese hier. Klebebögen heißen die. Weil, wenn man, also ich zeig's mal, wenn man das Motiv dann ausstanzt, nachdem man diese Klebefolie aufgebracht hat, lässt es sich leichter befestigen. Also erst einmal die Schutzfolie abziehen, dann die Goldfolie aufkleben. Dann schneidet man sich, oder ich schneide mir dann entsprechend meines Motivs, damit man, oder damit ich nicht zu viel verschwende, jetzt ist die Schere schon gleich abhanden gekommen, das ist ja ein Ding hier, da ist sie. Ich schneide mir also gleich einmal den Karton hier zurecht. Und kurbel mir das komplett durch die Stanzmaschine. Das zeige ich mal. Und ich habe auch festgestellt, es geht tatsächlich besser, wenn man das mit der großen macht, auch wenn diese Motive durch die kleine Stanzmaschine durchpassen. Die große hat doch etwas mehr Druck, sodass die filigranen Elemente da gut durchgestanzt werden. Ich bitte das Wackeln zu entschuldigen. So, dann machen wir gleich den zweiten auch. Und schauen aber mal, das sieht ganz gut aus, als wenn, das kann man nicht sehen, das sieht aber gut aus, als wenn alles ausgestanzt ist. Das ist ja immer wichtig. So, das drücke ich mir hier erstmal raus. Und nehme das ganze Motiv von der Stanzform hier weg. Und stanze auch gleich das zweite. Schauen wir mal, ja, so passt das. Wenn ihr dann Reste über habt, das zeige ich gleich mal, da kann man natürlich sich wunderbar kleine Sternchen ausstanzen, noch aus den Resten. Zum Beispiel hier an der Seite, die so diese Reste, na, das ist jetzt wahrscheinlich zu klein, aber wenn man da ein bisschen mehr Material gelassen hat, dann kann man sich da ganz gut das noch ein bisschen weiter verwenden. So, jetzt schauen wir uns das mal an hier. Ich drücke das jetzt alles raus. Wenn ihr habt, könnt ihr das natürlich mit dem Bürstchen und dem Aufhebhelfer einmal überbürsten. Dann habt ihr die Sachen schnell rausgedrückt. Oder ihr macht das so, wie ich das jetzt versuche, nämlich gleich mal die Schutzfolie hier auf der Rückseite abziehen. Ja, dann löst sich das alles wunderbar. Bei diesem Motiv habe ich festgestellt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich das nicht zu sehr verbiegt. Und da muss man gucken, dass man das gut aufkleben kann. Und sich halt gegebenenfalls noch mal ein bisschen zurechtziehen. So, ja, hier kann man jetzt noch ein bisschen schieben. Das ist auch wirklich super filigran, muss ich sagen. Ich sehe, so ein paar Sachen sind hier noch drin geblieben. Die muss ich jetzt mal rausnehmen.
Ich denke, das geht erstmal so. Und das machen wir jetzt auch gleich beim zweiten Modellelement. Muss man erstmal so ein bisschen die Schutzfolie finden. Also durch diese Klebebögen habt ihr jetzt so im Prinzip die Rückseite des Modells mit Kleber versehen. Na. Und das klebt wirklich stark. Also auch ein bisschen aufpassen, dass ihr euch das nicht so sehr an die Finger klebt. So. Auch hier wieder anpassen an das Untergrundmotiv und fertig. So, das ist ja jetzt das eine, das ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Und jetzt kommen wir zum 3D-Element. Und ich habe ja gesagt, es gab nur, das ist der falsche, es gab nur eine ganz kleine Mini-Zuschnittangabe. 7 mal 1,5 Inch. 1 Inch. 1 Inch. Ich zeige euch mal. Erstmal brauchen wir 7 Inch Karton. 7 Inch ist hier hinten kurz unter 18. Das schneiden wir uns zurecht. So, und dann wollen wir uns ein Stück zurechtschneiden, was 1 Inch breit ist und auch noch gleichzeitig längs bei 1/4 Inch gefalzt wird. Und da habe ich mir so überlegt, das mache ich jetzt direkt mal, das Falzen bei 1/4, dann schiebe ich es weiter auf 3/4 und schneide es bei 1 Inch, dann habe ich nämlich schon mal das richtige Maß für die Längsseite und dann wird noch mal gefalzt. Ich muss das mal durchstreichen, nicht dass ihr euch hier 1 Inch, ne? 1 Inch soll das halten. Die lange Seite wird gefalzt bei 1,5. Bei 3. Das ist hier 7,6 irgendwas. Und bei 4,5 Inch. So, und dann stand da nur noch in der Anleitung Notch, was immer das bedeutet. Notch, habe ich rausgefunden, was es bedeutet. Und ja, und dann soll man es zu einem Dreieck zusammenfalten. Also, ich habe gedacht, okay, wir knicken jetzt erst einmal die Längsseite. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, das ist wirklich eine ganz schmale Geschichte hier, dass man da nicht aus Versehen aus der Fahrbahn gerät. Hier auch nochmal, ihr könntet auch ein Lineal anlegen, müsst ihr mal ausprobieren, wie ihr besser arbeiten könnt. So, dann werden die anderen Falzlinien gleich nachgefaltet. Dann habe ich gedacht, ja okay, das muss ja jetzt dann nee, das passt ja auch schon wieder nicht. Oh, Mensch. Kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nur so langsam. Was habe ich denn da gemacht? Ja, viel zu lang, ne? So, das schneiden wir jetzt mal auf 7 Inch. Das habe ich 8 genommen wahrscheinlich.
So, das, also ich habe dann gedacht, okay, dann wird es irgendwie so und dann kommt es da oben rüber. Naja, das ging nicht. Dann habe ich das nochmal durchgelesen und habe gedacht, okay, Notch heißt vermutlich einschneiden. Ich habe keine Ahnung, was Notch heißt. Und habe das dann gemacht. So, und dann habe ich gedacht, okay. Dann wird es jetzt hier irgendwie zusammengeklebt. Das war mein erster Versuch. Hier seht ihr, wie das da absteht. Das passte nicht. Dann habe ich habe auch hier unten erstmal geklebt. Auf jeden Fall guckte dann am Ende hier oben da was raus und das an der Seite und das war halt nicht richtig. Dann habe ich es nochmal versucht. War auch noch nicht besser. Und irgendwann habe ich dann bin ich auf den Trichter gekommen, dass ich auch immer falsch geklebt habe. Und zwar, man braucht tatsächlich gar nicht viel kleben. Das hier oben, das wird eingeschlagen. Vorher wird ein Loch reingestanzt. Und dann kann man das schon direkt aneinander setzen. So, hier wird dann nur noch geklebt. Und dann passt es hinter den Tannenbaum. Und das versuchen wir jetzt nochmal. Hier muss auch unbedingt weggeschnitten werden. Also so, das knicken wir gleich schon mal vorher ein. Und dann wird es daran geklebt. Dann sollte es passen. Ich muss noch mal die Falzlinien gut nacharbeiten. Und falls ihr denkt, dass das nicht gut passt, ihr müsst wirklich überall so ein Dreieck rausschneiden, sonst geht es nicht. Also jetzt müsste es eigentlich klappen. So, jetzt kann man das hier reinschlagen. Und dann wird es da oben, dann wird es da nur geklebt. Vorher werden wir noch ein Loch reinstanzen. Hier, da kommt dann noch so eine Kordel durch, so ein bisschen Kordel kommt da durch, damit man es aufhängen kann. Da habe ich mich für die Goldkordel entschieden. Entweder macht ihr gleich eine Schlaufe oder ihr macht es, hier habe ich es nur einfach durchgefädelt. So, können wir auch das jetzt als Schlaufe mal machen. Knoten. Fertig. Und dann kleben wir das jetzt mal zusammen. Und dann sollte es ein Dreieck ergeben. Vielleicht drücken wir die mal nach innen rein. Entweder mit Flüssigkleber oder mit Gludots. Müsst ihr mal ausprobieren, was euch besser von der Hand geht. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Der eine schwört hierauf, der andere schwört darauf. Außen drüber. Und dann so aneinander drücken. Wenn das nicht hundertprozentig exakt ist, das macht gar nichts, weil da kommen ja jetzt gleich die Tannenbäume drüber. So, ich denke,
So geht es. Wenn euch das stört, aber eigentlich braucht man das nicht kleben da unten. Denn wir werden jetzt hier Kleber anbringen. Den ersten Tannenbaum draufsetzen. So, solange das noch nicht getrocknet ist, kannst du auch auf der Rückseite das noch kontrollieren. Das sieht aber gut aus. Und dann setzen wir hier auf dieser Seite den zweiten Tannenbaum dagegen. Und fertig. Natürlich ein bisschen ausjustieren, dass es gut passt, dass da eben nichts von diesem Dreieck zu sehen ist. Jetzt müssen wir den doch noch mal ein bisschen höher setzen hier. So, jetzt passt es wunderbar. Und fertig ist euer 3D-Ornament zum Aufhängen am Tannenbaum oder schön am Weihnachtszweig. Und wenn du noch mal guckst hier, das war mein erster Versuch, da hatte ich die Lasche oben drüber geklebt. Das habe ich jetzt nicht mehr, nachdem ich eben halt getüftelt hatte, mache ich das jetzt nicht mehr. Die Lasche kommt gleich innen rein. Wenn du magst, kannst du jetzt natürlich noch einen Spruch stempeln, ausschneiden, aufkleben. Und ich möchte dir auch noch das zweite Modell zeigen, wie das geht. Weg ist es. So, da ist es jetzt aufgetaucht, war hier unter dem grünen Karton lag es. Und zwar, das ist der kleine Tannenbaum. Den habe ich hier schon vorbereitet und zwar zweimal ausgestanzt, den großen Tannenbaum und dann dieses Motiv mit dem Ilex. Und wie du sehen kannst, ist das ein bisschen kürzer und das stand so in der Anleitung, also in der Zutatenliste stand drin, dass man das kürzen soll, damit es zum großen Modell passt. Das mache ich jetzt gleich mal, wenn ich hier die Elemente entfernt habe. Wenn dir das zu sehr Ton in Ton ist, kannst du das natürlich auch mit Olivgrün da drauf setzen. Also mit einer zweiten Farbe. Ja, Olivgrün, glaube ich, wäre ganz gut. Grüner Apfel, glaube ich, wäre zu krass, aber kann man ja mal ausprobieren. So. Das mache ich jetzt, befestige ich jetzt tatsächlich nicht mit den Klebebögen. Siehst du, habe ich nichts draufgeklebt, sondern da nehme ich jetzt meinen Tombow mit der feinen Spitze hier, denn das lässt sich gut arbeiten, kann man gut hier Kleber auftragen. Dann hat man nicht so viel Kleber da am Finger womöglich. Aufsetzen. Und festkleben machen wir gleich bei der zweiten Tanne auch. Und dann stand da einfach abschneiden, damit es passt. Okay, das machen wir jetzt mal. Upsi. Kann man hier einfach so kürzen.
Und dann wollen wir dafür jetzt auch mal das 3D-Element bauen. Fünfeinhalb mal ein Inch. Fünfeinhalb mal ein Inch. Ich werde die Angaben jetzt auch noch unten unter das Video setzen in die Infobox. So, auch hier gehe ich gleich dabei und falze bei einem Viertel und bei drei Viertel und schneide bei einem Inch. Die lange Seite wird gefalzt bei ein halb. Das ist oben dieses kleine Element, was reinkommt in die in das 3D-Teil, in den 3D-Zuschnitt. 2,5 und 3,5. So, das wird auch erstmal gleich gefaltet. Das geht mit dem Falzbein sehr, sehr gut. Hat man schönen Druck und kriegt eine gute, klare Falzlinie hin. Jetzt wieder einschneiden. Und wenn du magst, wenn du es aufhängen möchtest, natürlich auch ein Loch reinbohren. Also mit einer Zange würde ich das, glaube ich, nicht machen. So dick muss das Loch gar nicht sein. Das geht wirklich hier mit einer Prickelnadel oder so ganz gut. Ich verwende die neue rot-weiße Kordel. Machen wir diesmal ohne Schlaufe. So. Wenn der Faden entsprechend lang genug ist, kann man da ja dann auch sich gut eine Schlaufe noch dann herstellen. Und jetzt wird es genauso wieder zusammengefaltet. So. So. Und zusammenkleben. Und wenn du das Gefühl hast, das passt, das geht oben nicht, dann ist da immer noch ein bisschen was im Wege. Da muss man das noch ein bisschen wegkürzen. Jetzt hier ein bisschen drauf. Hier. So. Hast gesehen, ne, dass ich da eben immer noch ein bisschen weggeschnitten habe, bis es jetzt gut zusammenpasst.
kurz warten, bis es angezogen ist. Und dann kommt der Tannenbaum drauf. Ich sehe gerade, das habe ich nicht nach innen gemacht. Macht nichts. So, hoppala. Glaube, so geht es. Ich lege mal eben ein bisschen weißen Karton drunter. Vielleicht kann man es dann noch ein bisschen besser sehen. Also es sollte halt unten nicht rausgucken und der Abstand sollte gleichmäßig sein. Und dann habt ihr euer 3D-Hängeornament fertig. Und hier habe ich noch ein paar rote, entweder nehmt ihr Strasssteine oder ich kann auch mal weiß nehmen. Weiß und weiße Metallic-Effekt, Perleneffekt-Tropfen. Können wir mal in weiß machen, sieht bestimmt auch gut aus. Na, könnte das noch so ein bisschen schön ausdekorieren. Oder aus den Stanzteilen, die dabei sind, ein paar Motive ausstanzen. Also da kann man doch sehr kreativ noch werden. Man kann das auch natürlich von beiden Seiten machen, was ich jetzt nicht tun werde, weil das erst trocknen muss. Das braucht so eine halbe Stunde ungefähr. Und wie gesagt, die Maße schreibe ich nochmal in sauberer Form unten unter das Video. Ist jetzt ein bisschen. So, das sind die. Und dann haben wir noch die goldenen großen Tannenbäume. Und damit bin ich fertig mit dem ersten Video zum Thema Weihnachtsbäume, Weihnachtsdeko, Home Deko, 3D-Elemente. Es ist keine Box, es ist lediglich ein 3D-Element zum Hinhängen. Und ich sage wie immer vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die kleine Glocke. Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!